Heute mache ich einen super geilen Brioche. Das ist ein schöner Hefeteig, der super lecker schmeckt. Und den machen wir jetzt zusammen. Grundzutat natürlich Hefeteig, Mehl. Rezept steht dann unten. Zucker kommt mit rein. Zucker immer gucken, ein bisschen an die Seite tun von der Hefe. Hefe und Zucker und Fett sollte nicht direkt zusammenkommen, weil der Zucker entzieht der Hefe die Flüssigkeit und von dem her ist dann halt immer ein bisschen schwierig der Hefe, dass sie halt noch was tut. Jetzt tun wir hier 300 Gramm Eier rein. So, Eier immer drauf achten. Gute Qualität, hier direkt aus Baden-Württemberg. Einspannen, Knethaken mit rein und langsam laufen lassen. Prise Salz, dann die Butter. Die sollte so ein bisschen weich sein, sodass sie einen guten Knetzustand kriegt. Und jetzt alles zu einem guten Teig verarbeiten. Zwischendurch immer gucken, dass nicht irgendwo Mehl am Ende noch unten im Kessel hängt. Das ist schon jetzt hier ein schöner glatter Teig geworden. Und der kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank, damit die Butter wieder ein bisschen fester wird. Dann wird es viel einfacher zum Verarbeiten. Hier haben wir jetzt den Teig, ein bisschen kalt. Da merkt man schon gleich, der ist ein bisschen fester geworden. Hier mal ein bisschen Mehl. Jetzt nehme ich mir hier mal einen Teil weg. So, jetzt haben wir hier mal so ein bisschen eine Rolle und teile mir den einfach ein bisschen ein. Vier kleine Formen, ein bisschen ausbuttern. Man kann es auch noch buttern und zuckern. Und zwar einfach einmal Zucker rein und einmal durchlaufen lassen. Wird das Ganze ein bisschen süßer. Dann nehmen wir den jetzt und machen den so ein bisschen rund. Einfach hier so ein bisschen leicht drehen und immer probieren mit den Händen so ein bisschen, damit er von oben glatt wird. Das seht ihr jetzt schon so. Und dann können wir hingehen und hier, das ist so der klassische, die klassische Variante, eine kleine Kugel abdrehen. Und die Kugel setzen wir dann halt hier mit rein. Brioche ist gegangen. Der klassische Schnitt beim Brioche ist, die Seiten zu nehmen und die so einzuschneiden. Dieses Einschneiden hat einfach den großen Vorteil, dass wenn wir es jetzt in den Ofen schieben, dass nicht die ganze Oberseite direkt durch die Hitze hart wird und dass es dann irgendwo ungewollt aufbricht. Nicht ganz 15 Minuten. Die sind schon gut. Jetzt nehmen wir den mal raus. Da ist er auch schon. Das ist jetzt der mit dem Zucker. Ihr seht, der Zucker ist jetzt ein bisschen haften geblieben. Und das jetzt mit ein bisschen Butter und Marmelade am Nachmittag. Schlagsahne dazu vielleicht noch. Und ihr fliegt weg. Super Sache. Rezept findet ihr unten. Daumen hoch, Abo auf dem Kanal und Glöckchen nicht vergessen.